Mama, zieh deinen Kopf raus. Wieso? So, Farod, das ist für all die Male, die ich wegen dir im Krankenhaus aufgewacht bin, du Wichser. Was hast du davon? Bomben. Der hat diese Monte auseinandergenommen. Ich brauch einmal den 427er Zylinder. Jürgen, bring mal. Bring mal kurz, Mann. Yeah. Mach bisschen genau. Fester, Bruder. Bisschen fester. Ja. Warte, Telefon klingelt. Geh mal ran, Diesel. Junge, geh mal ran, Alter. Wir machen hier gerade. Ey, Mamba, du musst die Kolbenringe austauschen. Hallo, hier spricht Fast and the Furious Tuning. Was können wir für Sie tun? Wie es unserer Familie geht. Unsere Familie leibt und lebt. Hey, Farod, guck mal auf den 472er Zylinder Rex von der Turbolator-Einrichtung. Ja, warte. Ah, scheiße, Bruder. Ey, Mamba. Ja. Mamba, wir müssen ein paar Sachen bestellen, Mann. Ich schreib mal alles auf. Was brauchen wir alles? Bruder, wir brauchen einen 472er Turbulator. Turbulator, okay. 327er Kubulat Sicherheitsheckantrieb. Na, scheiße, Bruder. Können wir nicht den 3/4 Zoll nehmen, Alter? Ja, der ist besser als der Rest. Okay, dann schreib ich 3/4 Zoll auf. Ja, wir brauchen noch einen 24er Kettensäge mit Superantrieb. 24er Kettensäge mit Superantrieb. Alles klar. Okay. Und wir brauchen noch einen 24er Zoll Speckheuler, alles klar. Diesel, was ist da? Die 12er Nuss. Also, bevor du es halt irgendwie von anderen Zima, Dankeschön. Großmäulern hörst hier in der Stadt Farod, wollte ich dir einfach sagen, dass ich momentan viel mit Herr Hofmann zu tun habe. Inwiefern aber zu tun? Zu tun im Sinne von geschäftlich. Das Ding ist, ich hatte des Öfteren Probleme gehabt mit dem Club und dem PD. Und das Ganze ist ausgeartet, als jedes Mal, wenn wir gerufen haben, PD mit Absicht nicht kam. Und ich versuche gerade so ein bisschen herauszufinden, woran das lag. Und ich habe Bock, einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen so eine Art Rache auszuüben. Und ich versuche mir gerade noch einfallen zu lassen, wie. Herr Hofmann. Schön und Dankeschön. Hatte ja das letzte Mal eine Razzia bei uns gestartet, da warst du ja dabei, oder? Weißt du noch, wo wir alle festgenommen wurden? Ja. Ich weiß. Ja, genau. Genau. Selina, ich kann mich erinnern. Richtig. Da hatte er mich doch nach hinten quasi geführt gehabt, ne? Als ich in Handschellen war. Genau, ja, ich kann mich erinnern. Genau, und da war das so, dass er quasi, so wie ich das jetzt verstanden habe, die Razzia gestartet hat, um mich absuchen zu können. Aber warum? Weil er mich betatschen wollte. Und jetzt frage ich mich einfach, macht er das, um dir einen reinzudrücken? Ja, ohne Scheiß jetzt. Macht er das, um dir einen reinzudrücken oder weil er mich mag? Und das weiß ich gerade gar nicht. Warte, er hat dich betatscht und du mit Absicht? Ja, ja, also ich war ja... Obviously, ich hatte Fußfesseln und Handschellen und ich konnte halt nichts machen. Und dann hat er halt schon sowas gesagt, wie er, diesen Moment kann ich ja endlich dafür nutzen, um dich zu betatschen. Und dass die Razzia nur war, also es gibt keinen Grund, um dem Club eine Razzia zu verpassen. Und der einzige Grund wäre ja entsprechend gewesen, weil er mich betatschen wollte. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Und jetzt weiß ich nicht, ob er dich damit ficken will, weil er hat mir erzählt, dass ihr irgendwie eine Auseinandersetzung gehabt habt. Ich weiß nicht genau, was da war. Wir müssen das schlauen gehen lassen, weil er vertraut mir. Aber so richtig. Ich werde eine Organisation gründen. Okay. Was mit Polizei zu tun hat. Okay. Hast du schon mal was von einer Special Force gehört? Ja, aber die arbeitet doch meist für die Polizei. Genau, das ist es. Ich bin immer noch beim PD Undercover. Nein. Ja. Nein, Farod. Ey, das darfst du niemandem sagen. Okay. Hast du verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geheimnis. Das darf keiner wissen. Ich vertraue das dir an und bei sonst, wenn das rauskommt, bin ich am Arsch. Ich bin bei Schaltzentrale und bei El Grande drinnen. Aber ich bin immer noch bei den Cops. Scheiße. Jetzt pass auf, das Ding ist, das weiß halt wirklich, wirklich keiner. Das ist das Ding. Mhm. Okay? Ja. Und deswegen behalt das wirklich, wirklich für dich, damit da nichts irgendwie rauskommt. Wenn das einmal rauskommt, bin ich am Arsch. Frau Geil,
Sieh das als, du wolltest doch hier diese Vertrauen und wir wollen hier das und so machen. Hier hast du dein Vertrauen, Mädchen. Hier hast du das. Ich vertraue dir gerade das Größte an, was man überhaupt nur anvertrauen kann. Hoffmann wird das auf jeden Fall um jeden Preis verteidigen. Er weiß das selber nicht, weil das läuft über mich und Herr Bottländer. Okay? Also verrate das auch nicht Hoffmann. Und was halt ganz wichtig ist, ich muss Hoffmann etwas erzählen, was ich so an ihn nicht locken darf. Weil er denkt jetzt gerade momentan, ich bin der 31er, ich habe das PD verraten, aber dem ist nicht so. Soll das weiter so bleiben, dass er das denkt? Natürlich, sonst geht der Plan nicht auf. Hoffmann, alle PD-Beamten, der Einzige, wo das weiß, dass ich immer noch beim PD bin, ist Herr Bottländer, sonst niemand. Das flasht mich gerade komplett, Farut. Also ich hätte niemals gedacht, dass du immer noch beim PD bist. Alter, ich hab dir doch... so eng mit El Grande, mit El Pablo, mit Schallzentrale, mit Bilal. Ja, aber ich hab dir schon mal gesagt, ich bin ein geborener Polizist und ich bin bei der Special Force, Mann. Die Special Force wird bald kommen und dann wird's in dieser Stadt sowieso Feierabend sein. So. Oh, Herrgott. Ja, Jungs. Farut, was liegt dir auf dem Herzen, Amiga? Bruder, ja, es ist soweit, Bruder. El Grande. Mit was denn? Der Plan hat angefangen, Bruder. Ja, hol dich mal mit, meinst du mit dem, was wir gestern besprochen haben? Richtig, Bruder. Der Plan hat angefangen. Schau mal. Von diesem Plan wissen nur du, Pablo, Castello und Bilal etwas. Okay? Okay. Und ich sag dir jetzt auch, warum. Das Ding ist, es darf sich nicht herumsprechen. Wenn wir jetzt diesen Plan durchziehen, dass ich als 31er abgestempelt werde, beziehungsweise, dass ihr mich irgendwann fickt, wird das PD mich doch irgendwann vielleicht so mäßig verzeihen. Hoffmann wird sagen, okay, Farut wurde gefickt, dies, das. Und genau, Diego dann ist dann... nähert er euch so Stück für Stück, aber... Genau, dann wird er sich nähern. Jetzt pass auf. Alle Leute von El Grande und Schallzentrale werden mich vielleicht für eine kurze Zeit hassen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Ich werde Hoffmann ficken. Ich werde Bottländer ficken. Und wenn es sein muss, wenn du mir nicht glaubst, nochmal vor deinen Augen, Bruder. Keine Sorge. Ich stehe hinter euch und ich werde für immer hinter euch stehen. Sehr stabile Worte, muss ich sagen. Starke Worte. Hättest du mir das damals gesagt, Amigo, hätte ich dich ausgelacht und hätte dir nichts davon abgekauft. Aber nachdem du, was du echt einiges gemacht hast und gezeigt hast, ist heute eine andere Zeit natürlich und hat sich einiges geändert und... Hier würde ich das sofort abkaufen. Wie gesagt, Bruder, das Ding ist, wir müssen das jetzt irgendwie so machen, dass ich bei Schaltzentrale und bei El Grande als 31er dastehen werde. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie wir das machen, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Das ist halt der nächste Schritt, Hombre. Wir müssen uns da sehr, sehr Gutes einfallen lassen. Überleg dir mal, schlaf eine Nacht darüber, ich würde auch eine Nacht darüber schlafen, aber das eine oder andere könnten wir bringen, wie das so, wie, wo keiner Verdacht hat im Endeffekt, Chef, das ist das Wichtigste. Oder keiner weiß jetzt, schau mal, keiner weiß jetzt diesen Plan und ich meine das ernst. Du, Pablo habe ich das jetzt erzählt, weil ich nehme mal an, Pablo und du seid ja so diese Ding. Deswegen habe ich das Pablo jetzt auch erlaubt, also beziehungsweise habe ich das Pablo gesagt, das wird nur noch Bilal wissen und wir vier. Schau mal, was halt echt gefährlich werden kann, wenn ich für kurze Zeit als so für euch jetzt der 31er bin, kann das sein, dass vielleicht ein paar von El Grande oder Schaltzentrale mich suchen werden. Bruder, das wird vielleicht dieser Plan, der muss schnell gehen. Also ein Tag, zwei Tag höchstens, weil ich habe keinen Bock, dass die mich jetzt 24/7 dann durchgehend ficken werden. Weißt du, was ich meine? Und deswegen... Du musst eine Sache bedenken, Amiga. Ja. Das wird dem PD auffallen, wenn das auf einmal so plötzlich geht. Du musst dich so langsam dem Hoffmann nähern. Das darf gar nicht auffallen, verstehst du? Natürlich. Er muss das irgendwie beiläufig mitkriegen am besten. El Grande, das habe ich schon längst abgecheckt. Frau Geil ist gut mit El Grande. Ich habe ja heute was? Gesagt... Wie? Mit mir? Frau Geil ist gut mit Hoffmann, meine ich. Ach so. Frau Geil wird so heute oder morgen im Laufe der Tage, wird sie sagen, Farut fühlt sich nicht wohl, dies, das, da ist irgendwie was faul. Das ist ihre Aufgabe. Das Einzige, was sie jetzt machen soll, ist das. Okay? Und... Das heißt, so, die flüstert den immer Stück für Stück was ein und so und der kriegt dann Stück für Stück durch ihr irgendwas mit. Genau. Du hast das verstanden. Das ist genau. Gar nicht mal so schlecht. Seh. Okay. Was ich hier damit sagen will, El Grande, das Ding ist, wenn...
ich an diesem Tag, wenn das langsam rauskommen sollte, dass ich der 31er bin und dann werden eure Jungs und auch Schaltzentrale nach mir suchen. 100%, weil das Schlimmste, was man in eurer Familie bzw. in unserer Familie machen kann, ist ja ein Hochverrat. Dann heißt das ja Plata o Plomo, wie ihr sagt. Da gibt es keine Gnade, amigo. Genau, du da hast es gerade... Genau, du hast es gerade gesagt. Es gibt keine Gnade. Okay? Deine Jungs und alle werden wie verrückt suchen. Du musst das denen nicht sagen. Die sollen mich suchen. Ich werde mich verstecken. Ich werde aufpassen, dass da mit mir nichts passiert. Da und genau du, amigo, da... Da musst du sehr, sehr gut auf dich aufpassen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Genau. Hola, hola, caballeros. Hola, hola, hermano. Was geht ab? Hola. Alles gut. Ist was Wichtiges? Oder ja, Bruder, der Plan hat jetzt angefangen.